1206, die Kaiserschlacht von Wassenberg, erzählt eine historische Begebenheit, die sich genau vor 800 Jahren in unserem Kreis abspielte. Am 27. Juli 1206 tobte bei Wassenberg die Entscheidungsschlacht um den deutschen Kaiserthron zwischen Philipp von Schwaben, Sohn von Kaiser Barbarossa, und seinem Gegenspieler Otto IV. Von Braunschweig, dem Sohn Heinrichs des Löwen. Zu diesem Jubiläum feierte die Stadt Wassenberg diese Schlacht mit einem eigens komponierten Musical. Ja, 1206, die Kaiserschlacht von Wassenberg. Ich werde immer wieder gefragt, wie kommt sowas? Warum ist jemand so verrückt und macht ein Musical in Wassenberg über so etwas? Ja, ich sage Ihnen, wie es gekommen ist. Es war eine Idee, es waren junge Leute, mit denen haben wir gesprochen. Die Begeisterung wuchs, es wurde zur Freude, dann wurde es zur Begeisterung. Und das ist das, was ich jetzt möchte. Diese Begeisterung auf Sie übertragen, Ihnen einen begeisternd schönen Abend wünschen. Genießen Sie heute die Kaiserschlacht von Wassenberg, ein ganz, ganz, ganz tolles Musical. Ich verspreche es Ihnen. In Form einer außergewöhnlichen Dinnershow präsentierte ein 40-köpfiges Ensemble die Premiere von 1206, die Kaiserschlacht von Wassenberg, in den historischen Mauern der Burg. Ein herausragendes Merkmal dieses Musicals ist die ausgefeilte Videotechnik. Damit hat die Show immer zwei Fokuspunkte. Zum einen die Bühne, auf der die Hauptgeschehnisse passieren, und zum anderen eine große Leinwand, auf der die mit der Show korrespondierenden Elemente eingespielt werden. Als erste Stadt in Deutschland kann Wassenberg zukünftig mit seinem eigenen, ganz persönlichen Musical das Publikum begeistern. Ich bin jetzt hier mit den wichtigsten Personen eigentlich vom Stück, den zwei Hauptdarstellern, beide aus Wassenberg. Wie hat es euch denn gefallen? Erzähl mal, du hast die Musik gemacht. Wie ist sie rübergekommen? Was meinst du? Wie haben die Leute das empfunden? Also ich glaube, dass es insgesamt sehr gut angekommen ist, weil ich glaube, dass von Anfang an nicht so viele hier aus dem Kreis mit so einer Show gerechnet haben. Und alleine auch dem Applaus teilweise nachzuurteilen, glaube ich schon, dass es sehr ansprechend war und dass es den Leuten sehr gut gefallen hat. Wir machen seit 6 Jahren Musik zusammen, also mit der gesamten Gruppe, die das hier alles auf die Bühne gebracht hat. Das sind also fast 40 Personen, die wir hier unter einen Hut bringen mussten, auf der kleinen Bühne. Und das war wunderbar. Wir haben zum Glück ein gutes Potenzial an Sängern da. So konnten wir die Rollen alle gut besetzen. Hatten natürlich das Glück auch, dass wir die Rollen ein bisschen zuschreiben konnten auf die Sänger, die wir hatten. Das war auch ganz praktisch. Dann haben wir zum Teil eben, wir wussten ja, der Michael macht den Papst oder die Sonja die Irene. Dann haben wir die Songs auch so von der Tonlage geschrieben, dass es wirklich wunderbar passt. Und das war natürlich optimal, dass wir auf das Ensemble zurückgreifen konnten, auch für die Show. Und wir sind natürlich jetzt froh, dass wir die Premiere hinter uns haben, erfolgreich hinter uns haben offensichtlich, also dem Applaus nachzuurteilen. Wir machen jetzt erstmal 3 Wochen Pause, weil wir im September wieder 5 Shows haben hier in Wassenberg. Und dann werden wir so Mitte August wieder anfangen zu proben und dann die letzten 6 Wochen vor der Show dann eben nochmal immer wieder durchproben, um das Ganze noch weiter zu perfektionieren. Es gibt immer Sachen, wo man hinterher sagt, das könnte man anders machen. Oder gerade kam ja auch jemand und sagte, Mensch, da ist vielleicht so ein historischer Fehler drin, muss ich jetzt nachlesen, ob man das vielleicht ändern kann. Wenn man das ändern muss oder kann, dann tue ich das auch. Aber es ist ja für uns auch so, wir stellen auch nicht den Anspruch, hier eine Geschichtsstunde zu machen. Wir wollen hier unterhalten. Das ist Entertainment und ich glaube, das haben wir vor und hingekriegt. Ja, ich war auch vollkommen begeistert von den Videoeinspielungen, überhaupt von der Idee, diese ganze Geschichte nicht nur schauspielerisch auf die Bühne zu bringen, sondern eben auch zu unterstützen mit Videoanimationen und sonstigen Einspielern. Ich glaube, das war dein Part, ne? Das ist mein Part, ja. Den machen wir auch seit 5 Jahren schon bei den Musicals, dass wir halt die Bühne in Verbindung, also mit der Leinwand in Verbindung bringen, dass entweder dort einzelne Einspieler sind, die für sich halt schon was erzählen oder halt auch, wie man gesehen hat, dass dort eine Szene beginnt, hier weiterläuft und dann manchmal auch auf der Leinwand wieder endet, dass das halt irgendwie alles schön in Verbindung gebracht wird. Dass wir 2 Fokuspunkte haben für so eine Show. Also ich kann nur sagen, es war insgesamt ein fantastischer Abend. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, es wird uns allen tierisch heiß. Wir brechen ab an der Stelle. Und ich würde sagen, gehen Sie rein im September. Es lohnt sich. Tschüss.